Familie Hesselbach, eine hessische Alltagschronik von und mit Wolf Schmidt. Sie hören heute Der Weihnachtsgast. Du, Mama. Ja? Sag mal, meinst du, dass der Papa etwas dagegen hätte, wenn ich heute mal einen Gast mitbringen tät? Am Heiligen Abend? Ja, Willi, sag mal, was fällt dir denn ein? Da bleibt man doch immer unter sich. Wenigstens zur Bescherung mindestens. Ah ja, das schon, natürlich, im Allgemeinen. Bloß, das ist sozusagen ein besonderer Fall. Der kann nämlich nicht heimfahren. Die anderen von seiner Firma, die fahren all heim. Aber bei ihm, da ist irgendwas mit seinem Pass nicht in Ordnung. Ein Stempel fehlt oder sowas. Oder seine Aufenthaltsgenehmigung verfällt sonst. Das ist irgendwas, ich weiß auch nicht genau was. Aufenthaltsgenehmigung? Wieso? Ah, das ist doch ein Ausländer, Mama, ein Franzos. Und die dürfen nicht so ohne weiteres nach Deutschland. Die brauchen dafür auch besondere Ein- und Ausreisegenehmigungen. Und irgendwas ist da bei ihm versäumt worden. Irgendeine lächerliche, bürokratische Schwierigkeit. Kurzum, er kann über Weihnachten nicht heim. Ein Franzos? Ja. Ach, das glaubst du doch selber nicht, dass unsere Behörde um eine Franzos bürokratische Schwierigkeiten machen könnte. Ah, nicht unser Behörde, dem sei. Was? Das gibt's bei den Franzosen auch bürokratische Schwierigkeiten? Na und wie? Die gibt's halt überall. Die haben all geklagt, all miteinander, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen. Wer all? Auf unserem internationalen Jugendtreffen. Ach, schon wieder ein Jugendtreffen. Wie oft trefft ihr euch dann? Seit Wochen hast du nichts anderes im Kopf als internationale Jugendtreffen. Ist ja doch all Quatsch. Es wäre viel besser, du tätst dich kümmern, dass du in deinem Beruf ein bisschen weiterkämst, Willi, statt dich jetzt auch noch in die Politik hineinzuhängen. Das sag ich dir, wer in die Politik sich hineinhängt, der bleibt selber drin hängen. Aber mir wolle ja gerade, dass mit dieser Politik Schluss gemacht wird, Mama. Die Politik ist ja schuld dran, dass diese ganze saudumme Grenze noch bestehe. Aber weil die Herren überall an ihre Ministerposte kleben... Also komm, Willi, lass mich in Ruhe mit dem Zeug. Es ist ja doch direkt schon lächerlich, dass ich so ein paar junge Kerle einbilde. Sie könnten die Welt ändern. Komm, ich hab keine Zeit, ich muss nach meine Kuchen gucken. Ja, Mama, was ist denn jetzt mit meinem Bekannten? Ein Franzos. Zu uns. Und noch am Weihnachtsabend. Also ich glaub wirklich, Willi, du spinnst. Wieso dann, Mama? Das ist ein sehr... Ja, es kann ja ein sehr ordentlicher Mensch sein. Das will ich ja gern glauben. Aber ich glaub nicht, dass der Papa damit einverstanden ist. Was ist denn jetzt mit dem Papa schon wieder los? Denk dir mal an, Karl. Der Willi will heute Abend einen Franzos herbringen, wo er von diesem internationalen Jugendtreffer herkennt. Also ich muss ja sagen... Also es ist nämlich so... Also ich hab den nämlich bereits eingeladen. So. Ach, und wann? Vor ein paar Tagen. Aber es war noch nicht sicher, ob er kommen tät. Und da habe ich noch nichts gesagt. Aber ich habe so den Eindruck, er wollte sehr gern kommen. Aber heute hat er mir geschrieben, ja, er käme. Und da müsste ich halt jetzt an die Bahn und ihn abholen. Also das finde ich ja unerhört von dir, Willi, dass du uns einfach vor vollendete Tatsache stellst. Und einen Franzos noch dazu. Ach, ich habe genug von der Franzose. Ich habe die Besetzung mitgemacht nach dem Ersten Krieg. Ich kenne die Franzose, die sind alle miteinander... Komm, Mama. Also nur nicht verallgemeinern, ne? Weil du vielleicht einmal mit einem Franzos von der damaligen Besatzung schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich? Schlechte Erfahrungen? Meinst du denn, ich hätte mit so einem Kerl auch nur ein Wort gesprochen? Wie kommst du mir dann vor, Karl? Ach so, Verzeihung. Da kennst du so Sache, also nur die Franzose von Weitem, nicht wahr? Was dann sonst? Das wäre ja noch schöner. Ja, aber du weißt natürlich ganz genau, was die Franzose all miteinander sind. Mein lieb Mama, was die all miteinander sind, das weißt du nicht und das weiß ich auch nicht. Mit wie vielen Franzosen hast du dann außer deiner Erfahrungen mit der damaligen Besetzung schon gesprochen? Das sagen wir mal. Ich persönlich mit noch gar keinem. Aber meine Cousine Anna... Aha, die hat mit einem gesprochen. Nein, die auch nicht. Das heißt, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, die hatten Unermi, der Baba. Und was der all erzählt hat... Ja, was der all erzählt hat, das genießt dir, um zu sagen, die Franzosen sind all miteinander. Eben, Mama, da hat der Baba ganz recht. Das sind eben diese verfluchte nationale Vorurteile von der alten Generation. Weil ihr eben nur wisst, was früher in der Zeitung geschrieben worden ist. Und weil ihr keine Ahnung habt von der Wirklichkeit. Aha, und du hast diese Ahnung natürlich. Ja, die hab ich auch. Denn ich kenne die Franzosen. Aha, auch all miteinander. All miteinander nicht, aber da waren so viele auf dem Jugendtreffen. Und all feine Kerl, alle. Und wer da etwas anderes behauptet, der hat eben keine Ahnung. Die Franzosen sind alle feine Kerle. Aha. Jawohl. Alle. Jawohl. Darf man vielleicht mal fragen, mit wie vielen Franzosen du schon gesprochen hast? Mit mindestens 10, wenn nicht noch mehr. Das ist ja enorm. Und jetzt sind sämtliche 38 Millionen Franzosen, oder wie viele das sind alle feine Kerle. Da gibt's natürlich keine Räuber und keine Diebe und keine Betrüger. Alles lauter Engel. Naja, Verbrecher gibt's natürlich überall. Ich schwätze von der anständigen Leute. Ja, und wie viele anständige Leute gibt's in Frankreich? Hast du nachgezählt, Willi? Oder du, Mama? Kann das überhaupt irgendjemand nachzählen? Mancher, ich frage, wie viele anständige Leute gibt's dann bei uns?
Nur in derer Stadt, nur in derer Straße, nur in dem Haus. Gar nichts könnt ihr mir das sagen. Ich weiß jedenfalls, dass im Jahr 1923 ein Marokkaner bei dem Unermieter von meiner Cousine Anna einfach hineingekommen ist. Gar nichts wissen wir, absolut gar nichts. Und da kann passiert sein, was will, und da kann der Zeitung gestanden haben, was will. Das sind immer nur Einzelfälle, aus denen man nie Schlüsse auf ein anderes Volk ziehen kann. Das Einzige, was wir kennen, das ist Vermute. Und was ich vermute, das ist, dass es in jedem Land anständige und unanständige Leute gibt. Gescheite und dumme, vernünftige und unvernünftige. Und dass man die nicht alle über einen Leiste schlagen kann. Aber die anderen hauen uns Deutsche ja auch alle über einen Leiste. Liest du denn keine Zeitungen? Die Franzose behauptet doch, all mir wären Kriegshetter und Militaristen und was nicht all. Und wollte wieder Kriegsgeschisse machen. Und wir wären gefährlich und man müsste sich vor uns in Acht nehmen, vor uns. Und neuerdings sind sie auch wieder empört, dass wir auf einmal wieder nicht militaristisch genug sind. Und immer heißt die Deutsche, die Deutsche. Die schmeißen uns doch auch alle in einen Pott. Ja, das ist eben leider auch verkehrt. Aber wenn zwei eben verkehrt machen und verrückte Ansichten haben übereinander, dann muss man erst einmal sehen, dass einer damit aufhört wenigstens. Aha, mir, nicht wahr? Die Franzosen sind misstrauisch gegen uns alle miteinander. Das hat in der Zeitung gestanden. Und das hat ein französischer Minister, glaube ich, hat er sogar selber gesagt. Ja, weil eben diese Leute alle an ihre Posten kleben. Und da können auch wir misstrauisch sein gegen die Franzosen. Und da ist es ganz richtig, wenn bei uns aufrichtige Männer sagen, dass wir das gleiche Misstrauen gegen die Franzosen... Ja, weil die bei uns eben auch alle an ihre Posten kleben. Und komm, jetzt kleb du nicht auch als noch an dem Posten. Das ist immer das Einfachste, so ein Schlagwort. Mit so einem Schlagwort alles erklären wollen. Ich kann mir ein angenehmeres Leben vorstellen, als das von einem Minister heutzutage. Und ich denke, was ich allein, meine Familie, in meinem Geschäft jeden Tag hier in Ärger habe mit den Leuten. Und das sind nur ein paar Leute. Aber mit wie vielen Leuten hat so ein Minister zu tun, sich herumzuärgern? Und von wem wird dem nicht alles in der Ricke gefallen? Und wer sucht nicht in den Dreck zu ziehen? Ganz abgesehen davon, dass er auch immer damit rechnen muss, dass ihr einen Fanatiker kämmt und knallt mir Kugel in den Bauch. Nein, 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 ich will euch mal was sagen. Warum die Franzosen gegen uns Deutsche so misstrauisch sind? Ich war als ganz junger Kerl im Ersten Weltkrieg mal in einem französischen Dorf. Ich werde den Namen nie vergessen. Nauvert-la-Forêt. Das heißt Nauvert im Wald. Wahrscheinlich gibt es ja noch andere Nauverts. Ich werde den Namen deswegen nie vergessen, weil ich da erstens die schöne silberne Uhr von meinem Vater verloren habe und zweitens, weil ich da 8 Tage Baugerät habe. Nur das nebenbei. Und was denn da Baugerät, Papa? Ach, ich war Meldegänger und habe mich ein bisschen aufgehalten wie so ein Brand. Das heißt also wie so eine Frau, die hat so angestellt und mich gebeten zu helfen, weil ihr Häuschen in Brand geschossen worden war von unserer Ari. Und die anderen Dorfbewohner, die waren all getürmt, nicht? Nun, da bin ich halt mitgegangen und da haben wir noch so allerhand Gelumpe rausgeholt aus dem Häuschen. Aber das Häuschen selber, das war natürlich nicht mehr zu retten. Ah ja, ach so, das Kind. Ja, ja, ein Kind war auch noch da. Deswegen war die Frau überhaupt so aufgeregt. Jetzt weiß ich es wieder, ja. Nun, wie ich das Kind da rausgeholt habe aus dem ersten Stock, dabei habe ich dann halt die Uhr verloren, nicht? Nachher haben wir noch zusammen in der Asche gesucht, die Frau und ich. Aber natürlich, die Uhr war nicht mehr zu finden. Naja. Jedenfalls habe ich nachher einen furchtbaren Anschiss gekriegt wegen Entfernung von der Truppe und vorsätzliche Beschädigung von Staatseigentum, weil meine Uniform ein bisschen angesenkt war. Ne? Und da habe ich 8 Tage Bau gekriegt. Naja, ist mir auch wurscht. Also das nebenbei, was mir so einen Eindruck gemacht hat damals, das war das. Wie das Häuschen so langsam heruntergebrennt ist, da sehe ich doch an der Nordseite, wo überhaupt noch kein Feuer war, einen Balge, der vollkommen verkohlt war. Und ich frage die Frau, wieso da Balge schon kaputt? Da ist doch nichts Feuer. Da zuckt die Frau mit der Achsel und sagt, ist noch von alte Gär, von alte Griech und malt mit dem Schuh in den Sand 1871. Na, da war das Haus schon. Ja, im 70er Krieg auch schon einmal abgebrannt, ja. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Im letzten Krieg, im Mai 40, da war ich mit meinem Grad in Frankreich so durch die Geografie und denk mir, Mensch, hier muss das doch gewesen sein, wo du die Uhr verloren hast. Das war eine scheiß silberne Uhr, eine Repetieruhr, wo man auf so ein Knäppchen gedrückt hat und dann hat sie immer die Stunde geschlagen mit so einem schönen, hellen Tönchen und der Name von meinem Vater war eingraviert, Wilhelm Hesselbach. Naja, und man ist ja schließlich neugierig, so Orte nach mehr als 20 Jahren mal wiederzusehen. Kurzum, ich fahre also mit meinem Grad nach Nauvert-la-Forêt. Hast du wieder Baukrieg deswegen? Diesmal nicht, aber das Haus habe ich wieder gefunden. Und wenn meine Uhr nicht damals im Jahr 17 schon draufgegangen ist, die Frau nämlich, die hat mir damals noch gesagt, wann sie noch finden, da geht sie mal so aufheben. Also im Jahr 40, da ist die Uhr jedenfalls bestimmt draufgegangen. Ist das Haus wieder abgebrannt? Artillerievolltreffer. Oh, ein einziger Trümmerhaufen. Das ganze Dorf übrigens. Weißt du toll, warum die das so zusammengehauen haben? Ich glaube, es war ein Bataillonsgefechtsstand drin oder so etwas. Und kein Mensch mehr dort. Naja, bin ich halt wieder weiter. Aber wenn ich mal jetzt so denke, dass dieses gleiche Häuschen innerhalb von 70 Jahren 3-mal von Deutschen kaputt gemacht worden ist, dann schließe ich, mir habe es kaputt gemacht, mir habe es kaputt geschossen, nicht? Da kann ich es denen Leuten, die da drin wohnen, nicht übel nehmen, wenn sie Angst haben, dass es noch ein viertes Mal passiert. Tja,
Das war Novaire Laforêt. Du, Baba. Ach, du bist auch da, Annelies. Ja, ich schaue schon die ganze Zeit zu. Du, mir ist es, als ob ich den Namen Novella... Wie war das? Novaire Laforêt. Ja, so, Novaire Laforêt. Das habe ich neulich irgendwo in der Zeitung gelesen. Ich glaube, das war was mit Auslieferungen. Ja, ja, das war irgendein Streit, weil die amerikanische Besatzung einen Mann an Frankreich ausgeliefert hat, wo angeblich dabei war, wie das Dorf kaputt gemacht worden ist. Ja, Novaire Laforêt. Ja, das ist doch auch so ein großer Prozess. Da werden Kriegsverbrechen begangen worden. Ja, habt ihr das denn nicht gelesen? Nein. Ja, und die französische Besatzungsmacht, die tät in größtem Umfang nach alle deutsche Fahnde, wo zu derer Einheit gehört habe, die das Dorf dahin gemacht hat. Die französische MP und Kriminalpolizei, all die, das ist so Leute suchen. Da haben wir es. Jetzt sag du nur noch zu dem jungen Mann, wo der Wille uns anbringen will, dass du das Dorf kennst und dort gewesen bist. Ach, was Blödsinn, Mama. Ich hab doch gar nichts mit derer Beschießung zu tun. Wenn in dem Krieg jeder so viele Kriegsverbrechen begangen hätte wie ich, da wäre schon alles gut, da wäre kein Haar gekrümmt worden. Ja, aber beweist du denen doch das erste Mal. Warum soll ich dann etwas beweisen? Es klagt mich ja niemand an. Ist ja auch nichts anzuklagen. Das wäre noch einmal schöner. Na, die sollte nur kommen. Ja, dann wärst du der Progerist Häselbach, ist der gesamte Westmächte schon Zeichen, gell? Die werden direkt Angst kriegen vor dir. Jedenfalls ist es nicht nötig, dass du überall ausposaunst, dass du auch in diesem Dorf gewesen bist, wo sie jetzt Sündebeck suchen, weil sie die Richtige ja doch nicht kriegen. Ja, und in der Zeitung hat nämlich auch gestanden, dass der Mann, der nach Frankreich ausgeliefert worden ist, dass der nachweisen konnte, dass er überhaupt nie in Frankreich war, dass er überhaupt erst in Russland zu der Einheit versetzt worden ist, die daran beteiligt war. Aber das hat ihm alles nichts genützt. Ja, das ist natürlich furchtbar, sowas. Also, dass die immer noch nicht aufhören, im Namen der Demokratie Leute gefangen zu halten und gar zu verurteilen, von denen sie genau wissen, dass sie unschuldig sind. Aber deswegen braucht ihr noch lang nicht hochdramatisch zu zittern um mich, bloß weil ich auch mal in diesem Novaire Laforêt war. Ja, was ist jetzt, Papa? Der Pierre hat mir geschrieben, er kommt um 17:30 an. Das kann nur der Zug um 17.24 Uhr sein. Also, wenn es euch natürlich unangenehm ist, dann müssen wir eben zusammen in ein Lokal gehen. Dass er heute Nacht bei mir auf dem Sofa schläft, da geht, wird ja wohl nichts einzuwenden sein. Was? Und du willst nicht zur Bescherung? Ach, Unsinn, kommt überhaupt nicht in Frage. Hättest du zwar ruhig mal vorher was sagen können, Willi, aber so ist es. Ich werde ja vorher nie informiert. Aber natürlich jetzt, wo du ihn eingeladen hast, da können wir ihn doch nicht ausladen. Und er wird ja doch wohl hoffentlich ein passabler Mensch sein, wenn du ihn eingeladen hast, obwohl man bei dir nie weiß. Der Pierre, och, der ist prima, sag ich euch. Der hat mir gleich gefallen. Aber ich hab mich natürlich nicht so recht getraut, ihn anzusprechen. Aber wie wir uns erst einmal vorgestellt hatten, da war der so hundsmäßig nett zu mir, du. Also, der hat sich direkt um meine Freundschaft bemüht und erzählt von sich daheim. Und ich hab erzählt von uns daheim. Ah ja, na ja, na ja, ist ja recht, ja. Also, er soll uns willkommen sein, fertig. Ja, na ja, aber... Aber auch zur Bescherung, Baba? Gerade zur Bescherung. Erstens kann ich mir vorstellen, dass der gerne mal kennenlernen will, wie bei uns Weihnachten gefeiert wird. Dann die feiern's ja da drüben ganz anders, nicht? Und zweitens wird dann diesmal wenigstens nicht geheult. Ach, wer soll dann heulen? Und solle kann überhaupt kein Retter. Aber ihr heult doch immer, du, die Annelies, an Weihnachten. Ihr findet immer einen Grund, unterm Christbaum zu heulen. Vor Rührung oder was weiß ich. Und ich kann das nicht ausstehen, solche sentimentale Szene. So widerwärtig ist mir das. Oh, Babasche, du hast ja auch schon alles geheult. Na ja, nur wenn rundherum alles in Rührung zerfließt, wie soll man dann das Wasser halten können? Da kämpft's mir natürlich auch und ich weiß nicht warum. Na, also, wenn ein Fremder dabei ist, da werdet ihr euch hoffentlich ein bisschen zusammennehmen. Also, Willi, hopp, los, hol deinen Freund ab, fertig. Oh, danke, Papa. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Halt! Willi, ein Augenblick. Was ist denn noch? Wir wollen jetzt auf jeden Fall mal verabreden, dass wir vor diesem jungen Mann und vor sonst auch niemand diesen Namen, wie war der von dem französischen Dorf, da Novaire... Novaire Laforêt. Richtig, Novella, ist ja egal. Novaire Laforêt. Also jedenfalls, dass dieser Name nicht genannt wird. Wann das ein großer Prozess ist und wann die Franzosen hier überall noch nach Leute fahnden, die in dem Dorf gewesen sind, da ist es ja nicht nötig, dass an die große Glocke hängt wird, dass der Baba auch da war. Also Mama, jetzt hör ich mal zu, jetzt mach doch keinen Vorsicht ist besser als Nachsicht, Baba. Man weiß nie, welche Kreise sowas zieht. Man weiß, wem du das schon alles unnötigerweise erzählt hast, Karl. Da hast immer die Weiber tratschen so viel rum. Aber ich möchte mal wissen, ob es was Geschwätzigeres gibt, als ein Mann, der von seinen Kriegserlebnissen erzählt. Bitte, 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 bitte. Ich werde in dieser Familie überhaupt nichts mehr sagen. Ich werde in Zukunft nur noch das Maul halten und das Geld abliefern. Denn darauf wird ja wohl trotz allem immer noch Wert gelegt. Komm, Karl. Jetzt fang nicht am Heiligen Abend Krach an. Ich fang nicht am Heiligen Abend. Da haben wir doch meistens Krach. Doch, wir haben keinen Krach. Das sind immer nur die Nerven.
Also ich muss jetzt auch noch schnell an Hans schreiben. Also und ich muss an die Bahn. Also Wiedersehen. Wiedersehen. Annelieschen, ehe du dich wieder hinsetzt, musst du mir erst von der Frau Schwarz mal Waffeleise wiederholen. Das hat sie mir immer noch nicht wiedergebracht. Und nachher fehlt es uns dann am Feierabend. Ach, also noch nicht einmal seine Ruhe hat man, um seinem Bräutigam einen Brief zu schreiben. So viel Stunde hatte doch gar nicht, wie du Ruhe bräuchst, um an deinen Hans jeden Tag einen Roman zu schreiben. Also komm, jetzt schwätz nicht lang, sie ist doch gleich gemacht. Also sowas. Naja, also ich lauf eben lieber. Sieh da was an! Ach, brauche ich ja doch nicht für die 3 Schritte über die Straße. Ach, also ewig wird mir wie ein Kleinkind behandelt. Wie ein kleines Kind. Waffeleise, blöd. Hätte die Altschäkel auch wirklich selber zurückbringen können, wann sie schon bumm muss. Na, also in meinem Haushalt wird grundsätzlich nichts verbaut. Ist aber kalt draußen. Une seconde, mon capitaine, je vais voir si c'est la maison. Allô, mademoiselle. Allô, Fräulein. Ja, bitte. S'il vous plaît, in diesem Haus, verstehe. In diesem Haus, meinen Sie? Oui. Ja, was ist mit diesem Haus? Vous savez peut-être s'il y a ici des noms Esselbach. Wohnen hier Esselbach? Esselbach? Hier? Oui. Nein, kenne ich nicht. Ach, Esselbach. Esselbach, c'est ça, Esselbach. Das wohnen ihr in diesem Haus? Du, wissen das? Ja, also, Hesselbach wohnt hier in 2. Etage. Merci, mademoiselle, vous êtes bien aimable. Danke sehr. C'est bien ici, mon capitaine, au 2e étage. Ah oui? Oui, mon capitaine, la petite m'a dit que c'est là-haut. Allmächtige Militärpolizei, französische Militärpolizei. Französische MP, Kapitän, das wäre ja grauenhaft. Gerade haben wir noch davon geschwitzt. Teufel an die Wand malen. Ja, 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 was ist denn das für eine Art, Annelie? Mama, Baba, ohne vorm Haus, ein Jeep mit französischer Militärpolizei. Einer? Und? Der Fahrer hat mich gefragt, ob hier Hesselbach wohnt. Und ich war so verdattet, ich habe auch noch ja gesagt. Und im Jeep, da hat ein Mann in Zivil gesessen, aber der Fahrer hat 2 Mal zu ihm gesagt, Mo Kapitän, also ist ein Hauptmann in Zivil, wahrscheinlich ein Geheimer. Na und, was richtet sich dann da so auf? Das wird mit dem Willi seine Bekanntschaft zusammenhängen. Der macht doch neuerdings in internationale Beziehungen. Vielleicht ist das auch weh dem jungen Franzos, den er da jetzt von der Bahn holt. Dem seine Papiere soll doch nicht in der Ordnung sein. Was hast du mir da erzählt, Mama? Nun, vielleicht schnappe den jetzt seine eigene Leute. Nein, ich habe das bestimmt Gefühl, die kommen wegen dir, Baba. Ja, das Gefühl habe ich auch gehabt. Was soll dann wie mir vorhin von diesem französischen Dorf geschwätzt habe, da habe ich ja direkt eine Ahnung gehabt, dass es da damit heute noch irgendwas gibt. Karl, die wollen dich abholen. Komm, schnell, da ist der Kücheausgang. Blödsinn, warum soll die mich dann abholen? Weil sie nach Kriegsverbrecher fahnden. Komm, Karl, mach Kapuze, erst mal fort. Blödsinn. Türme, das ist doch das Dümmste, was man machen kann. Damit gibt man ja eine Schuld zu. Und wenn die mich kriegen wollen, was meinst du, wie lange das dauert, bis ich mich habe? Noch keine 2 Tage. Ein Einbrecher, der kann verschwinden und sich verdinisieren, aber unser eins, liebe Himmel. Also wenn dieser Hauptmann von der Militärpolizei oder vom Geheimdienst oder was, wenn der wirklich etwas von uns will, da gibt's überhaupt nur eins, vollkommen unbefangen sein, etwa höflich, sachlich, ruhig. Ach, Baba, ich hab so Angst. Ich hab auch Angst, nicht wahr? Wenn man hier die Militärpolizei, die sucht dich, den Hauptmann vom Geheimdienst wird gleich erscheinen. Ich möchte mal wissen, wer da keine Angst hat, nicht wahr? Aber man darf sie eben nicht zeigen, die Angst. Das war beim Baras auch so. Angst hat jeder gehabt, aber gezeigt hat sie keiner. Und in der Zeitung steht dann Heldentum. Oh. Komm, Marie, nicht zittern. Komm. Es kommt doch immer alles ganz anders. Du hast ja da was in der Gruppe gesetzt mit dem saublöden Novella Laforet. Namen nenne kann ich Fletcher. Ja, komm, ich nenne nicht den Namen, nicht sie dann, Mama. Wer weiß, ob die Annelies überhaupt richtig gehört hat. Und er wirklich zu uns wollte, der Kapitän oder was er ist, der müsste schon längst ober sein. Da sind sie. Also, unbefangen, nicht wahr? Freundlich und vor allen Dingen ruhig. Ganz ruhig. Mach auf, Annelies. Ja. Guten Abend. Mein Name ist Leblanc. Mein Name ist Hesselbach. Meine Frau, meine Tochter. Oh, gnädiges Fräulein, das waren Sie. Und an der Pforte. Die Dame, welche der Chauffeur hat gefragt, wohnen hier Hesselbach, nicht wahr? Ja, das war ich. Ja, meine Tochter hat sie uns bereits angekündigt. Sehr liebenswürdig, gnädiges Fräulein. Also dann, ich sehe, Sie haben mich erwartet, nicht wahr? Ja, also, wie man es nimmt, nicht wahr? An sich gewiss, ja. Bitte doch, näher zu kommen, lese doch ab. Mama, hilft doch mit dem Herrn. Ja. Kann Ihre Aktentasche hier draußen bleiben oder wollen Sie lieber mit nein? Oh, das macht gar nichts aus.
Danke sehr. So, bitte kommst doch. Kommst doch. Näher ins Zimmer. Bitte wollen Sie nicht hier vielleicht Platz nehmen. Ihr, ich? Ja. Wollen Sie nicht in dem Fauteuil, gnädige Frau? Nein, danke. Bitte nein. Darf ich Ihnen vielleicht was anbieten? Schnäpschen, Zigarre? Oh, danke sehr. Ich rauche nicht und ich trinke nicht. Ich bin eine sehr langweilige Person. Tja. Ihre Familie ist nicht vollzählig, nicht wahr? Nein, mein Sohn Willi ist nicht daheim, ja. Ja, aber wird vermutlich bald kommen. Also. Ja, es ist ziemlich kalt wieder, nicht wahr? Ja, die Kälte ist beträchtlich, ja. Und es kann noch kälter werden. Ja, wenn es nicht so bleibt. Sei denn, es wird wieder wärmer. Ja, tatsächlich. Ja. Soll ich dies immer bei Vernehmungen machen? Erst vom Wetter anfangen und dann so ganz nebenbei? Ja, Herr Esselbach, also nun, Sie wissen ja nun, wie ich heiße, aber Sie wissen nicht, was ich bin. Nun, ich muss Ihnen sagen, dass ich lange gebraucht habe, Ihnen zu finden. Mich? Ja. Sie haben meinen Mann gesucht? Ja, ich habe bekommen eine erste Hinweis auf Sie durch Herr Brunner. Brunner? Kenne ich nicht. Aber er kennt Ihnen. Bitte ich? Überlegen Sie. Er hat mir gesagt, Sie haben eine Tochter genannt Anneliese und einen Sohn mit Namen Willi. Ich glaube, das ist zutreffend, doch, nicht wahr? Ja, das trifft allerdings zu. Aber ich kenne keinen Brunner. Ich kenne ihn wirklich nicht. Nein, mein Mann kennt ihn wirklich nicht. Oh doch, Sie kennen ihn. Sie werden sich gleich erinnern. Feldwebel Karl Brunner. Allmächtiger, da hatten einer verleumdet, um sich reinzuwaschen. Feldwebel Brunner, das ist alles schon so lange her, gell? Nein, also das kann ich beschwören. Ich kenne keinen Feldwebel Brunner. Vielleicht in 1940, er war noch nicht Feldwebel. Vielleicht er war Unteroffizier. Ach, Brunner, Unteroffizier Brunner, natürlich. Ja, natürlich, ja, er war doch in Frankreich mein Beifahrer im Grad. Das heißt also gelegentlich, eigentlich gar nicht so oft bin ich mit dem gefahren. Der ist ja dann versetzt worden. So, ja, wo ist er dann jetzt, der Brunner? Wo er ist im Moment, das kann ich nicht sagen. Ich habe ihn kennengelernt vor 3 Jahren ungefähr, als ich war noch in der Armee als Vernehmungsoffizier, man sagt in Deutsch, glaube ich. Er war gefangen, natürlich. Und ich habe mich mit ihm unterhalten und dabei, er hat Ihren Namen genannt. Feldwebel Hesselbach, nicht wahr? Ja, allerdings. Ja, aber ich glaube nicht, dass der Brunner irgendetwas Nachteiliges über mich... Wie gesagt, wir haben auch nur sehr wenige Fahrten zusammen gemacht. Ja, das hat er mir gesagt. Wenige Fahrten. Ja. Davon eine nach Nouvelle-la-Forêt, nicht wahr? Ich sehe, Sie sind in einer Weise über mich im Bild. Tja, nicht wahr? Das hätten Sie nicht gedacht. Ja, hat denn der Brunner Ihnen nicht gesagt, dass wir in Nouvelle-la-Forêt lediglich... Dass Sie lediglich in Nouvelle-la-Forêt wollten besuchen, ein Haus, in dem Sie in vorigem Krieg haben verloren Ihre Uhr. Anneliese, die wissen ja alles. Aber das ist echt Baba, welche der verfluchte Uhr rennt, der in sein Unglück. Das ist doch korrekt, nicht wahr? Das stimmt. Ja, stimmt. Ja, ich habe dann den Herrn Brunner aus den Augen verloren. Ich wurde versetzt. Aber ich fürchte, er ist verwickelt geworden in einen Prozess von Kriegsverbrecher oder, wie man sagt in Deutsch, Kriegsverbrecher. Prozess. Das ist ein sehr schweres Wort. Ja, ich bin überzeugt, dass der Unteroffizier Brunner genauso wenig ein Kriegsverbrechen begangen hat wie beispielsweise ich selber. Sicher. Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Aber er hat gehört, glaube ich, zu einem Regiment, das wird kollektiv verantwortlich gemacht. Übrigens, ich glaube, das ist auch Ihr früheres Regiment. Ja, und Sie finden es richtig, nicht wahr, dass Menschen, die persönlich ohne Schuld sind, zu Verbrechern erklärt und als Verbrecher verurteilt werden, bloß weil sie zufällig zu einer Einheit gehört haben, in der man die wirkliche Täter vermutet. Das finden Sie richtig? Ich? Um Gottes Willen, ich finde es furchtbar, ganz unhaltbar. Ich glaube, die meisten Franzosen denken so. Und viele französische Juristen haben protestiert, aber es war da ein Gesetz, das war zustande gekommen unmittelbar nach dem Krieg, unter dem Eindruck der Empörung, unter dem Eindruck von Gefühlen, die damals die Gefühle des französischen Volkes waren. Aber heute ist sich jeder vernünftige Mensch darüber klar, dass in einem Krieg oder kurz nach einem Krieg alle Menschen ganz anders reagieren als in normalen Zeiten. Man kann Unrecht niemals mit Unrecht, wie sagt man,
Sie nennen. Ja, eben, aber trotzdem findet diese Prozesse ja immer noch statt. Und das ist eben eine schreckliche Maschinenpolitik. Es ist eine so quälend dumme, langsame Maschine. Eine Maschine mit einer eigenen, bizarren Logik. Es ist schrecklich, in diese Maschine hineinzugeraten. Niemand kann da helfen, nur die Zeit. Auch diese Prozesse hören auf. Es ist schon vieles aufgehoben worden, viele sind entlassen. Ja, aber sehr viele sind auch drüben noch gefangen und können sich nicht verteidigen. Man kann hoffen nur für sie. Die Zeit wird arbeiten. Es ist ein Gesetz. Und diejenigen Personen, welche verpflichtet sind, die Gesetze des französischen Staates auszuführen, müssen ihre Pflicht tun. Sie werden das verstehen. Man kann persönlich dieses Ding ablehnen, aber man ist zufällig Richter oder Staatsanwalt oder Polizist. Man muss das Gesetz ausführen. Wollen Sie damit vielleicht sagen, dass Sie also auch... Ich will damit sagen, dass ich als Soldat war verpflichtet, viele Dinge zu machen, die mir persönlich sind gewesen, sehr unsympathisch. Ich vermute, Herr Hesselbach, es wird Ihnen als Soldat gegangen sein, genau ebenso. Genau so, ja. Es gibt eben Sachen, die man als Soldat einfach tun muss. Die Frage ist nur, wie man sie tut. Und dass man bei diesem Wie immer ein anständiger Kerl bleibt. Was wissen dann mir kleine Leute von der großen Strategie? Was wissen mir von der großen Politik? Gar nichts. Erst waren wir alle Verbrecher, weil man nicht Heil Hitler gesagt habe. Dann war man einer, wann man es gesagt hat. Morgen wird man als Verbrecher gelten, weil man nicht Heil irgendwas anderes sagt. Und übermorgen wird man als Verbrecher gestempelt, weil man es gesagt hat. Was können wir dann schon machen? Mir, das kleine Volk, meine ich. Alle Völker, alle kleinen Leute, meine ich. Alle kleinen Leute überall und kleinen Leute sind wir doch all. Diejenigen, die nicht die wirkliche Macht haben in der Welt, nicht wahr? Das sind alles kleine Leute. Aber mir werden dann immer bezichtigt, dass mir alles gewollt hätte, was die anrichten. Die Macht in der Hand haben. Bei der Franzose heißt es, die Deutsche wollen den Krieg. Und bei der Deutsche hat es geheißen, die Franzose wollen den Krieg. Und damit hetzt man uns gegeneinander. Wolle, mir wollen nur eins, unsere Ruhe wollen wir. Ich habe noch keinen getroffen, der sich gern auf dem Kasernenhof hat rumjagen lassen und der gern auf Leute geschossen hat und der gern hat auf sich schießen lassen. Also vielleicht ein paar asoziale Abenteurer. Und ich glaube, das ist in Frankreich ganz genauso wie bei uns auch. Aber was kann ich dann machen? Und Stimmzettel abgeben also mal für Leute, die ich nicht kenne und die ich nicht kontrollieren kann. Die Weltgeschichte, die wird von ein paar Leuten gemacht. Wir andere, wir können nichts als zugucken und Deckung nehmen. Ich bedauere, Herr Hesselbach, aber erlauben Sie mir, dass ich nicht dieser Meinung bin? Wir können nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, es hat doch alle keinen Sinn. Wenn wir das Bestehende akzeptieren, wird nie etwas Besseres kommen. Die Deutschen haben Hitler akzeptiert. Gut. Sie sagen, wir mussten ihn akzeptieren. Er hatte die Macht. Vielleicht. Aber nachdem sie ihn nun einmal akzeptiert haben, waren die Folgen unvermeidlich. Dass zum Beispiel ein Unteroffizier oder Feldwebel Brunner als Kriegsverbrecher verhaftet wird, obwohl er keiner ist. Aber es ist auch möglich, dass eines Tages zu dem ehemaligen Feldwebel Hesselbach der ehemalige Kapitän Leblanc kommt, um... Um ihm ebenfalls... Ich dachte mal sowas, jetzt war ich am Zug und jetzt ist der Kerl gar nicht gekommen. Hallo, Willi. Ei, da ist er ja. Bonjour, Pierre. Du bist schon da? Ja, ich muss dich verfehlt haben an der Bahn. Ich bin mit einem Wagen gekommen. Ja. Das ist der Herr Willi, den du erwartet hast... Und du duzt dich mit dem? Ihr Sohn ist zwar einige Jahre jünger als ich, Herr Hesselbach, aber ich hatte ganz bestimmte Gründe, gerade ihm die, wie sagt man im Deutsch, Brüderschaft zu machen. Das glaube ich, dass Sie Gründe hat, Herr Kapitän Leblanc. Das wäre das erste Mal, dass so Leute wie Sie kleinlich in der Wahl ihrer Mittel wären. Was soll denn das heißen? Sag mal, bist du verrückt geworden, mein Freund, in dieser Art und Weise hier? Dein sogenannter Freund, mein lieber Willi, ist Hauptmann bei der Militärpolizei oder Geheimpolizei oder was, der mit vielen schönen Worten und menschlichen Begründungen und höflichen Floskeln ewig im Begriff steht, unseren Baba trotz feststehender Unschuld als Kriegsverbrecher zu verhaften. Einen Moment. Bitte einen Moment. Darf ich etwas sagen? Ich habe die ganze Zeit schon gefühlt, dass da bestehen muss irgendein Missverständnis. Gnädige Frau, ich versichere Ihnen, ich bin nicht bei der Militärpolizei, nicht bei einem Geheimdienst oder so etwas. Ich bin Privatangestellter bei einer französischen Importfirma in Deutschland. Ich bin auch nicht Kapitän. Ich war Kapitän bis zur Demobilisation. Sie sind doch mit einem Jeep von der Militärpolizei. Eben, daher scheint mir zu kommen, die Missverständnis. Ich habe einen ehemaligen Kamerad getroffen, der jetzt ist Kapitän bei der Militärpolizei. Und ich habe ihn gefragt, ob nicht zufällig einer von seinen Wagen fährt, der mich könnte mitnehmen. Nun, er hat eine solche Wagen. Und er hat mich dem Fahrer natürlich vorgestellt als Kapitän Leblanc. Denn Sie wissen, ein Zivilmensch geht nicht viel bei der Armee.
Ich habe niemals, um Gottes Willen, mon Dieu, niemals die Absicht gehabt, Herrn Esselbach zu verhaften oder anzuklagen. Im Gegenteil. Entschuldigen Sie. Sie kennen aufs Genaueste meine Verhältnisse. Sie haben mir selbst erklärt, dass Sie seit Jahren nach mir Nachforschungen angestellt haben. Was? Ja, davon hast du mir ja überhaupt kein Wort gesagt, Pierre. Dafür ich hab stattdessen mit dir gemacht, Brüderschaft, mein Freund. Und wenn man Brüder ist, dann spielt auch der Vater eine bestimmte Rolle. Nun, ich habe ganz einfach deswegen nach Ihnen nachgeforscht, Herr Esselbach, weil ich sozusagen Sie wie ein Vater ansehe. Karl? Ich wüsste aber im Augenblick wirklich nicht. Karl! Oh nein, nicht so, wie Sie jetzt denken, aber es ist furchtbar mit mir. Ich mache alles verkehrt, ganz verkehrt, lauter Komplikationen. Sie sind selbstverständlich nicht mein Vater, aber ich erlaube mir, Sie anzusehen wie einen Vater. Ja, sehr freundlich, aber das verstehe ich nicht. Sie erinnern sich an Nover La Forêt? Ja. Am 24. Dezember 1917 wurde da ein Haus in Brand geschossen. Ja. Eine Frau hat Sie gebeten, ihr zu helfen. Ja. Ihr Name war Marie Leblanc. Sie haben aus dem brennenden Haus Ihren kleinen Sohn herausgeholt, der sonst bestimmt wäre verbrannt. Dieser Sohn heißt Pierre Leblanc und steht vor Ihnen. Sie sind... Ja. Das war genau heute vor 34 Jahren. Sehen Sie? Mein Vater hat manchmal zu mir gesagt, vergiss nie, dass die Deutschen dein Elternhaus dreimal zerstört haben. Und dann hat meine Mutter gesagt, aber vergiss auch nicht, dass du nicht mehr leben würdest, wenn dich nicht dieser junge Soldat aus dem Feuer geholt hätte. Und das war auch ein Deutscher. Vergiss nicht, so sagte sie, dass es überall gute Menschen gibt und dass überall Mütter um ihre toten Söhne weinen. Und es gibt nicht gute und schlechte Völker. Es gibt nur gute und schlechte Regierungen. Sehen Sie, und deswegen glaube ich, dass sich die jungen Leute aus allen Ländern müssen kennenlernen. Ganz besonders die Deutsch- und die Französischen. Und deswegen bin ich auch zu diesem internationalen Jugendtreffen gekommen. Und auf einmal, ich mache dort Bekanntschaft mit einem jungen Mann und er stellt sich vor und er nennt Ihren Namen. Ihren Namen, das Einzige, was ich wusste von Ihnen. Da habe ich mich also befreundet mit Willi. Nun, und dann habe ich mir also in meinen Kopf gesetzt, dass ich muss mit Ihnen Weihnachten feiern. Bitte verzeihen Sie, ich glaube, ich habe alles ganz dumm angefangen, weil ich wollte eine Überraschung machen. Ich wollte kommen und einfach... Freue dich, O Christenheit. So, Herrschaften. Also viel ist es ja nicht, was mein Christkindchen jedes Jahr gebracht hat, aber immerhin... Oh, Mama, schön. Lass uns doch erst einmal ein bisschen den Baum angucken. Ob der Hans jetzt auch so was Ähnliches hat wie ein Tannenbaum? Ach, dass man sich nicht einmal zu Weihnachten sieht. Und das nennt sich verlobt. Na, hoffentlich denkt er jetzt wenigstens ein bisschen... Komm, Annelies, komm, sentimental. Dede wollte mir ja dieses Jahr tunlichst vermeiden. Schmeiß mal lieber deinen geschätzten Blick auf diesen Kostümstoff da, den dir das Christkindchen von deinem Papa gelegt hat. Was? Oh, ja. Papa, ich ist ja wunderbar! Alle Planeta. Sehen Sie, so wird bei uns Weihnachten gefeiert, gell? Andere Länder, andere Sitte. Ja, bei Ihnen ist das ja anders. Aber bei uns ist es immer so, ja. Sonst wird auch öfters noch geheult. Vor Rührung. Wo drüber, das wissen wir selber nicht. Na, das scheint uns ja diesmal erspart geblieben zu sein. Das kann ich nämlich nicht verputzen. Na, also jedenfalls nach dem Schrecken der Abendstunde, den uns unsere holde Weiblichkeit mit ihrer Überängstlichkeit beschert hat, scheint ja der Bedarf an Gemietsbewegungen für heute Gott sei Dank gedeckt zu sein. Ach, Herr Leblanc, und für Sie haben wir jetzt gar nichts. Auch wenn man doch nur gewusst hätte, dass Sie kommen, Dede. Ja, wirklich, Willi, lädst da heimlich Leute zu Weihnachten ein, dazu noch solche gute Freunde. Und dann denkst du nicht einmal dran, dass man denen doch auch was zu Weihnachten schenkt. Oh, Sie haben mir etwas geschenkt, etwas sehr Schönes, diesen Abend. Aber wenn Sie mir erlauben, dann darf ich Ihnen etwas schenken. Das heißt... Schenken ist ein wenig unverschämt. Ich möchte Ihnen nur etwas geben. Etwas wiedergeben, was Ihnen gehört. Ihr.
Meine Mutter hatte Ihnen doch versprochen, sie wird sie Ihnen aufheben, wenn sie sie wiederfindet. Ach, die alte Repetieruhr vom Großvater. Tatsächlich Wilhelm Heselbach. Und da ist das Knäppchen. Tatsächlich. So schlecht sogar noch. Na, das ist ja... Das ist ja... Na, da sind wir doch schon wieder so weit. Och, Baba, schön. Hier ist der Hessische Rundfunk. Aus der Alltagschronik der Familie Hesselbach hörten Sie eine Episode unter dem Titel Der Weihnachtsgast. Das Manuskript schrieb Wolf Schmidt. Die Personen unseres Spiels waren Vater Hesselbach, Wolf Schmidt, Mutter Hesselbach, Lia Wöhr, Annelies, Sophie Engelke, Willi, Jost Siethoff, Pierre Leblanc, Hans-Georg Kuhlenkampf, ein französischer Fahrer, Kurt Glass. Die Spielleitung hatte Karl-Heinz Schilling.